Verkleidet als Piraten und Teufel, Schornsteinfeger, Cowboys und Prinzessin und sogar als kleiner Hahn haben die Mädchen und Jungen der Tetter von Oldersum Grundschule in Tettens mit Lehrkräften und Müttern fröhlich Rosenmontag gefeiert. Während die Erst- und Zweitklässler in der Turnhalle in einer Erlebnislandschaft tobten und spielten, bereiteten mehrere Mütter, natürlich ebenfalls verkleidet, ein tolles Frühstücksbuffet vor. Doch bevor die Kinder das gesunde Frühstücksbuffet enterten, zogen sie erst in einer fröhlichen Polonaise, angeführt von Schulleiterin Jana Reck, durch die gesamte Schule.